Das ist Jako und ich bin Felix. Oh, und das wären die Was geht ab Long, aber wir machen die Was geht ab Shorts. Mhm. Erst im März wurde die junge Giraffe Marius im Kopenhagener Zoo getötet und an Löwen verfüttert, weil sie nicht zur Weiterzucht in Frage kam. Aber nicht nur die Zuchtprogramme der Zoos stehen in der Kritik, immer wieder wird auch die Tierhaltung selbst angeprangert, da häufig zu wenig Platz für sie geboten wird. Eine artgerechte Haltung ist quasi nicht möglich. Viele Tiere werden verhaltensauffällig. Erst im Februar dieses Jahres stand der Zoo von Scarborough im Nordosten Englands in den Schlagzeilen, weil er zugab, seinem Pinguin Antidepressiva verabreicht zu haben. Weil es so lange geregnet hatte, seien die Tiere gestresst gewesen. Deshalb sei die Medikamentengabe notwendig gewesen. Das teilte der Zoo damals mit. Mehrere Studien der vergangenen Jahre belegen allerdings, dass die Gabe von Stimmungsaufhellern oder Beruhigungsmitteln in Zoos eher die Regel als die Ausnahme ist. Obwohl die Verabreichung von Psychopharmaka in Zoos üblich ist, gibt kein Zoodirektor das gerne zu. Ein häufig verwendetes Mittel in Zoos ist Diazepam, ein Valium-Präparat, das die Tiere ruhig stellt und häufig beim Transport eingesetzt wird. Es verringert außerdem Aggressionen, beugt Depressionen vor und wirkt bei einigen Tieren, wie zum Beispiel Delfinen, appetitanregend. Allerdings macht Diazepam auch süchtig. 2011 wurde im Fall des Nürnberger Tiergartens nachgewiesen, dass den Delfinen über Monate hinweg dieses Mittel verabreicht wurde, teilweise in sehr hoher Dosierung. Der Direktor des Nürnberger Zoos versuchte, den Vorfall herunterzuspielen und sagte, dass das Medikament nur in geringen Dosen eingesetzt worden sei und lediglich als Appetitanreger diene. Oh, ein Aperitif. Der Tierschützer und Psychologe Colin Goldner hat über 2 Jahre lang Tiere in deutschen Zoos beobachtet und über seine Erkenntnisse ein Buch geschrieben. Er behauptet, dass Beruhigungsmittel vor allem im Winter als Dauermedikation zum Einsatz kommen würden, weil sich die Tiere nur in ihren engen Innengehegen aufhalten können. Seinen Erkenntnissen zufolge können zum Beispiel Affen ohne starke Psychodrogen gar nicht im Zoo leben, da die Gehege so klein sind, dass sie keine funktionierenden sozialen Gemeinschaften ausbilden können. Ohne Medikamente würden die Tiere übereinander herfallen, deshalb sollte die Affenhaltung im Zoo grundsätzlich abgeschafft werden. Schon viele Verhaltensbiologen haben die Affenhaltung untersucht und festgestellt, dass Affen in Gefangenschaft verhaltensauffällig werden. Sie trinken ihren eigenen Urin, reißen sich die Haare aus oder verletzen sich selbst. Typisch ist auch das unablässige Hin- und Herwippen mit dem Oberkörper. Andere Tiere, wie zum Beispiel Tiger, laufen häufig ihr Gehege ab. Sie gehen immer wieder hin und her. Die Tiere haben einen Zwang entwickelt. Die Psychopharmaka zur Linderung dieser Verhaltensstörungen werden meistens von den Pflegern verabreicht, die dafür aber nicht die nötige Ausbildung besitzen. Viele Zoos können sich nämlich keinen fest angestellten Tierarzt leisten. Deswegen geben die Pfleger die Beruhigungsmittel nach eigenem Ermessen aus. Das ist nicht nur schlecht für die Tiere, die Pfleger selbst werden dadurch zu kriminellen Handlungen verleitet, behauptet Goldner. Da die verabreichten Mittel unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, zu denen normalerweise nur Fachärzte Zugang haben, würden einige Pfleger mit den Medikamenten dealen, um ihr Einkommen aufzubessern. Weil die Medikamentengabe oft nicht korrekt dokumentiert wird, falle es nicht auf, wenn Medikamente für den Drogenhandel abgezweigt würden. Zum Beispiel gilt das Betäubungsmittel Ketamin als Partydroge und wird dort als Special K oder Keta gehandelt. Schon seit langem streiten sich Zoo-Gegner und Befürworter. Befürworter sehen Zoos als Möglichkeit zur Forschung und Erhaltung von Tierarten. Gegner wiederum bemängeln, dass artgerechte Haltung von Tieren in Zoos generell unmöglich ist. Was sagt ihr zum Einsatz von Psychopharmaka in Tierparks? Und würdet ihr sogar so weit gehen, dass ihr sagt, ah, Zoos sind Kacke, wollen wir abschaffen? Na, schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Hier gibt's jetzt noch mehr Was geht ab, das ist auch ein bisschen wie Tiere im Käfig. Hier kann man abonnieren. Zur Zucht geeignet sind auf jeden Fall Texcalibur und alle Social Media Links in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall, das waren die Was geht ab Shorts und wir gehen jetzt Tiere streicheln.